Die Rentenerhöhung 2024 ist beschlossene Sache. Bundesrat hat zugestimmt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner warten auf die höhere Rente, die es ja ab dem 1. Juli 2024 geben soll. Ich sage wirklich das Wort geben soll. Ich bin Jurist, Sie wissen, ich bin Anwalt und es bedarf natürlich für die Rentenerhöhung einer Rechtsgrundlage, einer gesetzlichen Rechtsgrundlage. Und die ist geschaffen worden mit der sogenannten Rentenwertbestimmungsverordnung für das Jahr 2024. Und diese Rentenwertbestimmungsverordnung ist ja durch die Bundesregierung beschlossen worden und dann zum Bundesrat geschickt worden. Und der hat, meine Damen und Herren, ich zeige es Ihnen gleich, am 24. am 14. Juni 2024 in seiner 1045. Sitzung dieser Rentenwertbestimmungsverordnung im Tagesordnungspunkt 14 zugestimmt, meine Damen und Herren. Das sehen Sie hier, ja. Bundesrat stimmt Rentenanpassung zu. Das ist die Internetseite von dem Bundesrat. Und hier ging es um die Verordnung zur Bestimmung des Rentenwerts in der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Bestimmung weiterer Werte, sogenannte Rentenwertbestimmungsverordnung 2024 oder kurz ausgesprochen RW Best V 2024. Ja, also sowas können sich nur Verwaltungsjuristen ausdenken, Ministerialjuristen ausdenken. Meine Damen und Herren, damit ist klar. Und hier auch nochmal den Beschluss in der Beschlusssache, in der Drucksache, Bundesratsdrucksache. Und da steht es auch, der Bundesrat hat am 14.06. beschlossen, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes zuzustimmen. Also, meine Damen und Herren, das ist doch mal eine Nachricht, die sich sozusagen wirklich in die positiven Nachrichten in Sachen Rente hier mal einreiht. Ab 1.7.2024 ist die Rentenerhöhung jetzt klar. Sie ist definitiv durch. Sie ist beschlossen. Heute ist der 18. Juni 2024. Sie ist durch. Damit können Sie sich 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner wirklich auf Ihre Rentenerhöhung zum 1. Juli 2024 freuen. Wir erleben es in unserer Kanzlei schon. Die ersten Rentenanpassungsbescheide sind schon da. Es gibt auch schon die ersten Leute, die sozusagen auch mit den neuen Rentenbescheiden, wenn also Altersrenten zum 1.6. oder 1.7.24 beginnen, dort werden auch diese Renten schon mit dem neuen Rentenwert, der ab 1. Juli 2024 dann als aktueller Rentenwert gelten wird, nämlich 39,32 € für ein Entgelt, für einen persönlichen Entgeltpunkt. Deren Renten sind auch schon so berechnet worden. Also, meine Damen und Herren, der Rentenerhöhung 2024 kann nun nichts mehr im Wege stehen. Ich freue mich wirklich für Sie. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.